es so gewesen sein könnte, irgendwann in einer Steinzeithöhle, eines Morgens berichtet einer aus dem Clan, im Traum mit seinen Eltern gesprochen zu haben. Zwar erinnert sich jeder mal an einen Traum, mehr oder weniger, aber meist verblasst er schnell wieder und verschwindet im Vergessen. Manchmal bleibt ein ungreifbarer Eindruck, der einen den ganzen Tag über noch verfolgt, jedoch nichts, das man in Worte fassen könnte. Aber mit den Eltern sprechen, die lange tot sind, das ist eine Sensation. Da erinnert sich jemand nicht nur detailliert an einen Traum, er spricht gar darin mit den Verstorbenen. Sie sind also nicht einfach fort, sondern existieren weiter und können zu den Lebenden zurückkehren, um mit ihnen im Traum zu kommunizieren. Das verändert alles. Kein Wunder, dass auch die anderen Mitglieder des Clans erfahren wollen, wie es ihren verstorbenen Lieben geht und ob sie ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das wiederum motiviert den Träumer, weiterzuüben. Wie macht man das, sich willentlich erinnern, im Traum bewusst zu bleiben, ja aktiv einzugreifen und Fragen zu stellen? Gibt es Hilfe, Rituale, Kräuter, Drogen? Mit der Zeit wird der Träumer immer kundiger. Nicht immer gelingt es ihnen, die Geister der Verstorbenen zu rufen, aber es stellt sich eine gewisse Routine ein und ratsuchende Menschen beginnen, sich an ihn zu wenden. Sein Status in der Gruppe verändert sich. Neue Fragen kommen auf. Wenn es doch möglich ist, mit den Toten zu sprechen, wäre es dann nicht auch denkbar, mit dem Wind, dem Fluss, dem Donner, den Tieren zu kommunizieren? Wenn man erfahren könnte, ob die Jagd sich lohnt, wo das Wild sich aufhält und die Fische? Und was, wenn einer krank ist oder verletzt? Wissen die Geister des Jenseits Rat, was dann zu tun ist? Wer Zugang zu diesem Reich besitzt, bekommt die Rolle des Weisen, des Heilers und Priesters. In der beginnenden Spezialisierung der frühen menschlichen Gemeinschaft nimmt der Träumer eine mitbestimmende Stellung ein, die immer bedeutsamer wird, je häufiger er richtig liegt. Hat das Kraut den Kranken geheilt? Haben die Niedergeschlagenen neuen Mut gefunden, nachdem sie sich mit den Verstorbenen ausgesprochen haben? Hat sich das Wild dort aufgehalten, wo man es erwartete, und war das Wetter günstig für die Unternehmung? Eine gewisse Ethik hält Einzug. Verhält man sich bescheiden und freundlich, bittet und bringt Geschenke, sprich Opfer, dann verhält sich der Geist gnädig und großzügig. So wird man, zumindest ein Stück weit, Herr über sein eigenes Schicksal. Man dankt dem Tier, das man getötet hat, und lässt etwas davon übrig, das man seinem Geist im spirituellen Reich zurückgeben kann. Man tötet nicht aus Spaß, sondern um zu überleben. Jedes Tier hat eine Seele, die wertvoll ist und Respekt verdient. Wie anders sollte es sonst möglich sein, mit ihm zu sprechen? Alles, was lebt, besitzt nach dieser Logik eine Seele. Der Baum, die Blume, der Fluss und der Regen, die ganze Natur ist beseelt. Und der mit all dem kommuniziert, ist der Schamane. Eine Bezeichnung, die freilich erst populär wurde, seit Michael Harner in den 70er Jahren den Begriff aus Sibirien auf alle traditionellen Heiler und Medizinmänner und Frauen übertrug. Interessanterweise nennen heute auch in seiner Heimat Amerika die Menschen die heilkundigen Schamanen. Die Welt wächst zusammen. So verhielt es sich auch mit den Geistern. Mit der Entstehung der Religion begann die Abstraktion des Denkens und gedanklich bewegte man sich auf die Metaebene. Der Geist der einzelnen Kiefer trat zurück hinter den der Kiefern in ihrer Gesamtheit, die wiederum Platz machte für den Geist des Waldes, den der Natur, und auf einmal waren da die alles beherrschenden Götter und krönten diese Konzentration der Macht. Waren im alten Griechenland schon die drei Macho-Götter Zeus, Poseidon und Hades am Ruder, während
Den anderen die Autorität zu umfassender Einflussnahme fehlte, fokussierte sich die spirituelle Macht in der menschlichen Gesellschaft schließlich nur noch auf einen einzigen Gott und das große Ganze. Manchmal scheint es aber angebracht, sich wieder dem Kleinen zuzuwenden, dem, was durch den Schamanismus repräsentiert wird, der Rückbesinnung auf die einfachen Kräfte, die einem Hilfe bieten, wenn man mit ihnen Frieden schließt. Die Weltanschauung des Schamanismus ist eine in sich stimmige. Zwar beruht sie auf einer Menge Unwissen, denn was wussten die frühen Menschen schon von Wetterlagen und Tiefdruckgebieten, Atomen und Zellmutationen, wie hätten sie auch sollen? Und doch entwickelten sie einen brauchbaren Kompass für ihre Welt. Statt auf Messapparate mussten sie sich auf genaue Beobachtung der Natur und ihrer Phänomene verlassen, auf Intuition und Erfahrung. Fähigkeiten, die in Zeiten, in denen Kinder die Schreibschrift nicht mehr lernen, weil sie Tablets benutzen, verloren zu gehen drohen. Ist Digitalisierung nicht auch eine Form der Abstraktion? Erfahrungen werden nicht mehr selbst gemacht, sie werden digitalisiert und gestreamt. Ganz ehrlich, ich fürchte mich vor dem Tag, an dem der Strom ausfällt und unzählige dem Hungertod anheimfallen, weil sie ohne elektrischen Dosenöffner ihre Ravioli-Büchse nicht mehr aufbekommen. Von rausgehen und sich was zu essen suchen wollen wir mal gar nicht reden. Swipen und scrollen ist außerhalb der digitalen Welt nutzlos. Unser Thema soll aber Spiritualität, Schamanismus und im Besonderen die Verwendung von Pflanzen und Kräutern sein, von denen wir einige in der modernen Blütentherapie wiederfinden. Getrocknete Pflanzen zu verbrennen und den Rauch einzuatmen, gehörte zu den frühen Techniken, die Schamanen verwendeten, um Traumerfahrungen zu machen. Blütenessenzen bieten den Vorteil, dass man von den Pflanzen profitieren kann, ohne sich die Lungen ruinieren zu müssen. Eine davon nennt man Dream Herb, derweil ihr richtiger Name Beifuß lautet. Artemisia douglasiana ist der botanische Name der in Nordamerika heimischen Art, die auf Englisch Mugwort heißt. Aus Kalifornien, wo die Mugwort-Essenz zuerst hergestellt wurde, kommt von den Herstellern Richard Katz und Patricia Kaminski die Info, sie diene der Integration von psychischen und Traumerfahrungen in das alltägliche Leben und mache den Weg frei für ein multidimensionales Bewusstsein. Weiter heißt es, Beifuß verstärkt die rezeptive Qualität der Psyche und ermöglicht ein größeres Bewusstsein für Träume, sodass das Selbst Einblick in die Angelegenheiten des täglichen Lebens gewinnen kann und Zugang zur Führung aus der spirituellen Welt erhält. Schauen wir uns jetzt einmal die bekannteste in unseren Breiten heimische Spezies an. Das wäre Artemisia vulgaris. Der gewöhnliche Beifuß ist eine weit verbreitete Pflanze in Europa. Sie gehört zur Familie der Korbblütler und ist auf dem ganzen Kontinent zu finden, von den südlichen Regionen bis in den hohen Norden. Die Pflanze wächst bevorzugt an Wegrändern auf Brachland, in Gärten auf Äckern und an Waldrändern. Sie ist anpassungsfähig und robust und kann in verschiedenen Bodentypen gedeihen. Sie bevorzugt jedoch sonnige Standorte mit durchlässigem Boden. Aufgrund ihrer invasiven Natur wird sie manchmal für Unkraut gehalten. Von einer schamanischen Warte betrachtet, könnte man das als einen Hinweis interpretieren, dass Beifuß uns nah sein will, weil er einen besonderen Wert für uns besitzt, eine Botschaft oder Energie, die uns hilfreich sein kann. Die Blüte wirkt dem Mugwort sehr, sehr ähnlich. Traditionell wurden in Europa Kopfkissen mit Beifußkraut gefüllt, um schöne Träume zu erlangen. Es wurde und wird noch immer verwendet, um den Menstruationszyklus zu harmonisieren, auf den des Mondes abzustimmen, welcher wiederum sinnbildlich für die Nacht und die Träume steht. Namensgeberin Artemis war übrigens auch von der nachtaktiven Sorte. Abbildungen zeigen diese griechische Göttin im Mondschein, wenn sie auf die Jagd geht.
Beifuß bringt unseren Biorhythmus ins Gleichgewicht, macht anpassungsfähig und fördert den Einklang mit der Natur. Eine dritte Artemisia-Art vervollständigt die Reihe nah verwandter Gewächse. Es handelt sich um Artemisia absinthum, die Wermutpflanze, welche die Authentizität der Persönlichkeit im Innen wie im Außen fördert. Man will ja keinen Unsinn träumen, wenn man auf der spirituellen Suche ist, sondern Informationen erlangen, die wertvoll ist und einen persönlich weiterbringen. Den Holzweg als solchen zu identifizieren und vermeiden, das kann Wermut erleichtern. Die bekannteste Mischung aus drei nah verwandten Blüten ist sicher das Schafgarbentrio. Alle Schafgarben besitzen eine Schutzfunktion und so lag es auf der Hand, diese miteinander zu kombinieren. Das Artemisia-Trio ist weniger bekannt, denn der Schamanismus spielt wohl nur eine Nebenrolle in der modernen Gesellschaft und findet wenig Beachtung, verglichen mit der Suche nach neuen Impfstoffen oder einer wirkungsvollen Krebstherapie. Er könnte dabei sehr wohl eine größere Rolle spielen, lässt er uns doch eine andere, ungewohnte Sicht auf die Natur einnehmen, die durchaus nützlich sein kann. Zum Beispiel in einem ökologischen Sinne. Artemisia Trio ist ein Kombinationsmittel für alle, die mit sich selbst ins Reine kommen wollen, zu ihrer Natur stehen, statt sie zu verleugnen, die mutig und neugierig bereit sind, Neuland zu betreten, die Einsicht erlangen und neue Erfahrungen machen wollen. Hilfe für die Träumenden, sich ihrer Träume nicht nur zu erinnern, sondern möglicherweise sich ihrer gar bewusst zu werden, während sie noch träumen, mithin ins Traumgeschehen eingreifen zu können. Das gibt einem die Gelegenheit, die brennenden Fragen persönlich stellen zu können. Man könnte selbst zum Schamanen werden. Ein weiteres Werkzeug der Schamanen neben der Räucherung mit Kräutern ist das Medizinrad, dem wir uns in dieser kleinen Videoserie annähern wollen. Das Medizinrad dient als eine Art Kompass fürs Leben. Es stellt die Hilfsmittel für unsere Lebensreise zur Verfügung. Mit einbezogen werden neben Blüten auch weitere, vielleicht seltsam oder gar obskur anmutende Essenzen von Edelsteinen, Tieren und Orten. Und wenn Sie das trotzdem interessant finden sollten, dann seien Sie herzlich eingeladen, die weiteren Folgen der Shaman Spirit Videoserie anzuschauen. Musik